Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video in der FM24-Karriere mit dem mit Elversberg. Ja, mit Elversberg. Ich habe hier Vitesse und VR Aalen. Habe ich im letzten Video gerne anschauen. Super Video geworden. Habe ich durchlaufen lassen, ja, weil Freundschaftsspiele interessieren ja mehr oder weniger auch keinen. Und dann haben wir 2-0 gewonnen. Beide Spiele, also was das angeht, sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Natürlich kann man jetzt sagen, Aalen und wer war das andere, Saarbrücken 2, das sind so Mannschaften. Da muss man vielleicht gegen gewinnen. Ja, ist richtig, aber naja, Saarbrücken hat auch Bayern München geschlagen. Von daher, alles ist möglich im Fußball. Und Vitesse habe ich eigentlich gedacht, die wären stärker, aber die waren gar nicht mal so stark. Und die sind dann schon mit so der Nummer 1 aufgetreten, wie wir natürlich auch, aber wir haben natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall spielen wir jetzt gegen Hannover 96, die sich ja tierisch wohlfühlen in der zweiten Liga gefühlt. Ich wollte euch mal kurz zeigen, beziehungsweise wir gehen mal hier auf die Taktik. Und zwar habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt und ich habe ja immer gesagt, für links noch ein oder für Verteidigung links noch ein. Ich glaube, erste oder zweite Folge war das. Eigentlich sind wir da gut aufgestellt. Wenn jetzt jemand verletzt ist, gut, dann ist es so. Ja, dann muss vielleicht auch mal ein rechter Verteidiger irgendwie. Davon haben wir ja genug. Mal auf links, so ist dann so. Defensives Mittelfeld sind wir eigentlich auch gut aufgestellt mit 3 Leuten. Normalerweise wechselst du einen aus. Für links haben wir Rochelt, der auf jeden Fall bleibt. Ja. Bei 2 Einsätzen, 2 Tore, 3 Vorlagen. Ich glaube, mit dem kann man noch Spaß haben in den nächsten Stunden. Ja, Stürmerposition haben wir eigentlich auch genug. Ja, also ein Stock könnt ihr da spielen. Ich sehe gerade, der könnte da generell spielen. Das ist gut. Also ist der auch ein Stürmer. Wir haben Coffee, wir haben Fakir und wir haben auch noch Martinovic. Oder Martinovic. Martinovic, ja genau. Der ist aber noch verletzt, also den können wir erstmal rausstreichen. Wir hätten dann rein theoretisch. Wir hätten dann Kevin, wir hätten Wahid und wir hätten Paul Stock. Paul Stock, aus dem Grund, dass wir keinen OM haben, habe ich jetzt gesagt, komm, setzen wir den auf die Zehnerposition. Jetzt ist aber die Frage oder die Sache, wenn wir so jetzt ganze Zeit mit dieser Sache, mit der Aufstellung weiterspielen, dann müssen wir kurz oder lang nach einem OM holen, weil du kannst jetzt nicht irgendwie 18 Spieltage, 18 vor allen Dingen, 34 Spieltage mit Paul Stock spielen. Ne? Das geht nicht. Dann ist mir eingefallen, okay, ich habe ja noch einen Paul Wanner. Und der könnte auch auf 10 spielen. Und rechts. Und Pfeil hätten wir auch noch. Und Boyamba, der kann links und rechts. Heißt, wenn alle Stricke reißen und wir jetzt kein OM kriegen, wird Paul Wanner auf der Zehnerposition eingesetzt. Und ja, das ist im Moment der Plan. Ja. Paul Wanner wollte ich kaufen, kostet nur arschviel. Ich weiß gar nicht, was der gerade kostet, aber konnten wir nicht bezahlen auf jeden Fall. Was auch klar war. Aber wir gehen nochmal kurz an die Transfers. Hab mich mal so ein bisschen umgeguckt. Allerdings. Hier bei Niklas Wilson, Wilson, ja, der heißt Wilson, ne? Sommer rechts, aber
habe ich rechter Verteidiger, habe ich jetzt aber erstmal klar ein Angebot abgegeben. Werde ich aber wahrscheinlich canceln, weil wir haben genug und das wäre unnötig Geld ausgeben, deswegen ziehen wir das jetzt hier zurück. Radia Nainggolan. Ich habe zuerst geguckt, ist der das wirklich? Ja, er ist es. Der hat bei Inter AS Rom gespielt und so. Ich glaube, bei Inter hat er so seine Prime gehabt, ne? Für den habe ich jetzt ein Angebot auf die Zehnerposition gemacht. Klar, 35, aber da soll ja sowieso Stock spielen, also wäre er quasi nur so ein Backup, ein namentlicher Backup. Ja, und Cuadrado von Schalke 04 auch. Weiß nicht, inwieweit das jetzt hier fortgeschritten ist. Genau, der hatte nämlich noch andere Angebote, meine ich, von anderen. Von anderen Vereinen und da musste der sich noch entscheiden. Es ist halt alles ein wenig oder es dauert hier so ein bisschen länger. Aber was jetzt nicht mehr länger dauert, ich will euch nicht auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt rein in das Spiel gegen Hannover 96. Alle relativ zufrieden. Ich habe jetzt auch nichts geändert. Im letzten Spiel gegen VfR Aalen habe ich jetzt mal Wanner Rochelt und so draußen gelassen und man hat schon gemerkt, okay, die sind halt sehr, sehr lost, wenn die zwei nicht da sind tatsächlich. Aber ich habe jetzt mal Pfeil spielen lassen statt Wanner, weil je nachdem, wer schneller. Wer schneller müde ist. Wobei für Pfeil hätten wir Boyamba und für Stock hätten wir Wanner. Also eigentlich müssen wir auch nichts kaufen. Aber ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Wie gesagt, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so seid, ob ihr unbedingt was Neues kaufen müsst, obwohl ihr genug habt. Aber egal, die Mannschaften kommen aufs Feld. Hannover im typischen Rot-Schwarz und wir in unserem weißen Heimtrikot ist es, glaube ich, sogar. Und Rochel geht einfach mal von links komplett nach rechts. Cool. Hat sehr viel gebracht. Zieler mit einem langen Ball. Aber das Gute ist, wir haben ja in dem Sinne nicht so wirklich ja, Druck irgendwie. Wir müssen halt einfach nur in der Liga bleiben, ja. Und wenn wir am Ende des Tages irgendwie auf Platz 15 landen, dann ist es so, aber wir haben unser Ziel erreicht. Aber so weit ist es noch nicht. So. Wenn man merkt ein bisschen. Das ist eine andere Hausnummer. Aber so hat Vitesse auch angefangen und dann haben wir 2-0 gewonnen. Oh, Christoph Held stand ganz stark vom Kopfball von Teuschert. Jetzt Schaub mit der Ecke. Wie kommt sie rein? Fakir versucht zu klären. Schaub hat trotzdem nochmal. Christiansen. Neumann Ernst. Und dann geht es aus. So, nochmal ein Einwurf. Warum steht da keiner? Und Christoph hat den Ball gut. Konrad schon jetzt schon mit einer 7,1. Ist natürlich auch eine sehr einflussreiche Person. Deswegen lasse ich den noch spielen. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, ja, jetzt mal Pfeil. Aber dann wieder Hannover im Angriff. Aber Halsenberg hat schon gelb. Das ist gut in der 9. Minute.
meine, wir stellen uns ja mehr oder weniger hinten rein und warten auf Konter. Dass da von uns dann jetzt gerade mal nichts kommt, ist klar. Und dass die kein Tor schießen können oder nicht wissen, wo das Tor steht, das ist für uns auch sehr gut. Schauen wir mal nach der Ecke. Ja, im Moment werden wir tatsächlich sehr viel in unsere Ecke gedrückt. Christoph wieder mit dem Ball, sehr stark. Der 26-jährige Österreicher. Jäckel jetzt mal. Die Leihgabe von RB Leipzig. Auch ihn habe ich überlegt, fest zu verpflichten. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt Neubauer auf Stock. Ja. Pfeil. Was macht Pfeil da? Ich weiß es nicht. Will der vorbeilegen? Rochelt jetzt mal. Pfeil! Was ist denn da los? Er bekommt einen Freischuss, bedeutet wahrscheinlich Abseits. Gegnerweise für Yannick Dehm hinzufügen. Immer pressen. Erstmal nicht. Bisschen überfordert. Das hier ist natürlich nicht die dritte Liga, das hier ist die zweite Liga und die zweite Liga hat ihre eigenen Gesetze. Im Moment bin ich aber mit der Tabellensituation ganz zufrieden. Und auch wenn wir 0-0 spielen oder 1-1, bin ich auch voll und ganz damit zufrieden. Denn alle, aber wirklich auch alle, Halsenberg mal mit einem ganz komischen Ding. Allerdings musste da jemand ran. Und zwar der Christoph Nielsen. Ja. Na ja gut, jetzt sind wir Vierter, aber das passt. Nee, der Verein, der sagte, die geben ja immer so Prognosen ab. Verein und Fans sagen komplette Niederlage. Wir haben die besten Fans der Welt. Ja. Naja. So. Das war doch ein Abseits. Ja, wollte gerade sagen. Aber ich bin wirklich positiv überrascht bis jetzt von dem Spiel. Also auf jeden Fall. Und hoffentlich geht es auch so positiv weiter. Ich hoffe auch bei Steam kommen bald mal im Workshop irgendwelche Skins raus. Denn ich möchte gerne einen anderen Skin haben. Aber ich glaube, das wird noch dauern. So, noch 15 Sekunden, dann haben wir Halbzeit. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen offensiver an die Geschichte gehen oder an die Grundausrichtung einfach auf whatever, was gibt's denn da? Kontrolliert stellen vielleicht sogar. Das reicht ja manchmal auch. Ich wollte gerade sagen, eine Minute Nachspielzeit, der lässt fast zweieinhalb. So, hängt euch einfach voll rein. Wir gehen noch mal kurz da rein und gucken mal den Gegner. Da lassen wir wieder den machen. Halzenberg. Was machen wir? Ich bin der Meinung, mit ihm hat das besser funktioniert in den ersten Spielen. Also kommt er jetzt auch rein. Den Rest würde ich so lassen. Wir haben weiterhin 5 Wechsel, das ist auch gut. Passspiel kürzer. Ja. Schießen bei freier Bahn ist vielleicht auch nicht so schlecht, oder? Naja, wir lassen es jetzt erstmal so. Wir müssen es denn nicht übertreiben. Rein in die zweite Halbzeit. Wir stellen hier mal auf kontrolliert und mal gucken, was passiert. Wie es dann so läuft. Also meine Kleinigkeit getrunken hier. Einwurf für Hannover. Ja, der Dehm, ne? Der Dehm ist eigentlich ganz gut, glaube ich.
Also ich meine, der hatte gute Noten, nicht, dass er gut ist. Wir haben auch gute Leute. So, jetzt haben die wieder Ecke, ne? Also die haben viele Ecken. Aber Chancenverwertung ist Gott sei Dank nicht so gut. Ne? Aber das passiert auch manchmal. Wie gesagt, wir haben ja auch eine relativ defensive Ausrichtung. Da ist es natürlich klar, dass wir jetzt nicht so viel vom Spiel haben. Jetzt aber Cedric Teuchert mit dem 1 zu 0. Aber das wird überprüft und Gott sei Dank. Aber ich habe auch gerade. Na, ich muss das jetzt mal durchlaufen lassen. Ich hatte das irgendwie gehofft, dass das Abseits ist. Und es war auch Abseits. Aber wo steht denn bitte der Linienrichter? Guckt euch das mal an. Der muss doch eigentlich beim letzten Verteidiger stehen. Da muss man ja Sport machen hier, der Linienrichter. Was ist denn da los? Ich habe es gehofft, dass es Freistoß, dass es Abseits ist. Aber gut für uns. Gut für uns. Ich muss jetzt auch auswechseln. Was für bestätigen. Paul Wanner ist verletzt. Was überfreut über das Debüt? Ja, Bruder, du bist verletzt. Mögliche Fußverletzung. Ja, cool. Wir müssen auswechseln ein wenig. Ein wenig auswechseln. Weil Konrad, der ist völlig am Ende. Bringen wir Sicker? Nee, Sicker ist links, ne? Die können ja alle irgendwie irgendwo spielen. Ja, komm, bringen wir Antonitsch für Konrad. Der ist völlig fertig. Hier machen wir Flügelspieler angreifen. Damit ein bisschen vorne passiert. Kompletter Stürmer spielt er. Ist ja klar, dass das nichts bringt. Frage ist, jetzt spielen wir mit Doppelspitze und tun Stock raus. Stock ist eigentlich noch gut im Saft, ne? Aber wir müssen was tun jetzt. Wir haben jetzt dreimal ausgewechselt, zwei hatten wir danach noch. Beziehungsweise einen. Kevin Kofi rein. Ja, Fagi, der ist halt noch völlig in Ordnung. Wir lassen das erstmal so, würde ich sagen. Die haben auch geändert, die Ausstellung. Okay. Also, mach doch weiter. Er ist aber im echt Mist jetzt, dass der Wander verletzt ist. Ich hoffe, wir haben da keine Klauseln drin stehen im Vertrag. Im Leihvertrag. Das wäre nämlich sehr uncool. Einwurf für uns. Dass der Sohn so viele Spiele machen muss, ansonsten müssen wir irgendwie alles zahlen oder so ein Scheiß. Wäre nicht so geil. Ja, und jetzt ist es da. Ja, wir sind halt Elversberg, wir sind Aufsteiger, wir sind gerade aufgestiegen. Und mit der Mannschaft gewinnst du vielleicht gegen Aalen und Vitesse, aber nicht gegen. Der macht da so viel Action, das ist nicht mehr normal. Und jetzt müssen wir natürlich was tun, ist klar. Und das werden wir auch. Das werden wir auch. Wir werden eine etwas andere Taktik jetzt vollziehen. Und zwar setzen wir Fakir hier hin. Shahin ist. So, genau. Bringen wir Kofi für Shahin.
Rein da. Knipser. Okay, dann setzen wir den auf Knipser. Bam, bam. So. Stock wird offensiver Mittelfeldspieler. Und dann wird es schwierig. Wen setzen wir rein? Nochmal einen frischen. Jäckel ist aber auch. Jäckel ist auch ein wenig gedamaged. Schnellbarer. Ist auch ein Stürmer. Schnellbacher ist auch ein Stürmer. Ja, wer kann denn jetzt für Jäckel spielen hier? Ja, alle, klar. Wenn man jetzt hier drauf geht, dann können die das nicht. Und da ich ein Freund davon bin, die Leute nicht da so reinzustellen, wenn die es nicht können, muss Jäckel jetzt weiterspielen. Ja, wenn ich so sehe, dann können die alle da spielen irgendwie, ne? Aber. Ja, dann spielt halt jetzt der. Dann spielt der jetzt da. So, und dann haben wir unsere Auswechslungen durch. Umschaltspiel machen wir. Gegenpressing auf die Außen wird jetzt gepenkt. Weite lange Abschläge. Müssen jetzt ein bisschen schießen bei freier Bahn. Hat nichts mehr mit Dings zu tun hier. Wenigstens einen Punkt holen, ne? Das reicht, das würde mir schon reichen. Ein Duell auf die Beine, auf den Beinen bleiben. Nee, einer. Genau. Wenn wir jetzt einen drauf kriegen, kriegen wir eine drauf, aber ist dann so. Aber warum wird der nie getackelt? Tackle den mal. Immer. Mein Gott, du. So, weiter geht's. Jetzt aber nochmal. Auf geht's. Ermutigen. Hat gut geklappt. Hat's doch super geklappt, Mensch. Ja, sicher. Hat doch hervorragend funktioniert. Was war das denn für ein Einwurf? Ach du dickes Ei. Ja. Gegen Zieler kommst du mit sowas nicht weit, ey. Ja, die Voreinstellung, die ja da war, die hieß ja Gegenpressing, ne? Vielleicht sollten wir das auch umstellen. Also sind die ja quasi auch aufgestiegen, ne? Gut gemacht von Christoph. Noch 10 Minuten. Ballbesitzspiel. Ich glaube, dieses Ballbesitzspiel, das ist bekloppt. Das brauchen wir nicht. Das ist doch bescheuert. Arnautovic würde ich immer sagen. Antonic. Jetzt mal.
Jakob Bombay. Nein, das wär's doch gewesen. Wenigstens ein Anschlusstreffer, damit man Bock hat. Aber man sieht, wir haben Bock, aber jetzt würde gegen uns gepfiffen. Ja gut, das ist ja Quark da jetzt mit der Tabelle. Hannover kann ja eigentlich nicht unter uns sein, von daher. Anfeuern hier. Nochmal abgehen jetzt. Ja, die sind alle tot. Macht denn der Athletiktrainer mit denen gar nichts oder was? Ja, das wird eh nichts. Der Dem, der regt mich so auf, ne? Der ist in jeder Ball. Staffette beteiligt. Ihr kriegt den Ball jetzt nochmal. Pass mal auf. Sag ich ja. Kluger Doppelpass mit Dem und Neumann. Ja. Also ein 2-1, ne? Damit gebe ich mich ja auch irgendwie noch zufrieden. Da sieht man dann, dass man Tore schießen kann, ne? Aber irgendwie will das nicht. Abseits. Ist es abseits? Ja, abseits, oder? Ja. Schade. Schade. Haben wir gut gemacht. Aber volle Möhre im Abseits. Müssen wir sagen. Aber gut, so ist es nun mal. Drei Leute von uns einfach im Abseits. Eckball, wieder Boyamba. Der macht gerade da ordentlich Palaver. Wieder Boyamba. Boyamba. Der hat Bock. Jetzt wird er heiß, ne? Nach etwas mehr als. Nee, der kam ja in der Halbzeit rein. Der wäre ja eigentlich gar nicht reingekommen, muss man sich mal vorstellen. Ne? Oder für Rochelt. Wieder Rochelt. Ja, die Zeit wird knapp. Für ein Tor reicht es eventuell noch, aber ich glaube, dazu sind wir jetzt nicht mehr in der Lage. Spiel doch einfach nach hinten ab. Was macht er denn? Warum macht er denn so einen Blödsinn? Er sagt nicht schon wieder abseits. Jawohl. Sehr schön. Fellhauer. Und dann geht. Weiß ich nicht, wer hoch. Ist doch schön. Fuck, hier war das. Sehr geil. 6 Minuten Nachspielzeit. Komm, da geht noch was, Jungs. Da geht noch was. Noch ein Tor. Abfahrt. Alles nach vorne jetzt ballern da. Alles nach vorne. Umschaltspiel. Kann man nichts mehr machen hier, wa? Lange Abspiel schnell fortsetzen. Alles nach vorne. Wenn wir verlieren, verlieren wir dann meinetwegen auch 3-1. Das soll mir dann egal sein. Mehr aufrücken. Jetzt aber hier auch mal was machen. Jetzt auch mal Stärke zeigen.
Die einzige Stärke, die man zeigt, ist mit einem 7,8-Notendurchschnitt Torwart. 6 Minuten. Hannover allerdings mit einer Ecke. Köhn, was macht der da jetzt? Ja, da war gerade, glaube ich, ein kleiner, großer Fehler. Komm, 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 let's go, let's go, let's go. Ja, ich weiß, ihr seid alle kaputt, aber da müsst ihr jetzt durch. Holt euch den Ball. Das ist ja fast wie Champions League-Finale hier. Den Kampf um ein Tor. Schießt den Ball doch mal nach vorne, verdammte Axt. Schon wieder in der Ecke. Schaub mit der Ecke. Braucht auch 15 Jahre, bis er in die Gänge kommt. Was ist denn jetzt los? Ganz ehrlich. Christoph hält alles und jetzt kriegt er innerhalb von 1 Minute 2 Dinger rein? Das ist doch, das ist jetzt lächerlich, ehrlich. Weißt du, dann verkriecht euch doch hinten einfach. Dann verkriecht euch. Hier, schön, ne? Verkriecht euch einfach da hinten, spielt geduldig. Habe schon wieder keinen Bock mehr auf dieses Drecksscheiße. Dann verkriecht euch. Die kriegen eine Ansage gemacht, als in der Kabine. Ist mir Jacke wie Hose. Ich werf die Wasserflasche den Leuten so an den Kopf, ey. Nein, Quatsch. Aber das dritte Tor, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Weil das lag definitiv nicht an der Umstellung. Warum macht er das? Aber wir müssen viel mehr Kondition trainieren. Da muss ich dann auch mal gucken, wie der Plan da aussieht. Ja, verliert man 4-1, ne? Gut ist anders, sag ich mal. Ihr habt euch heute selbst übertroffen? Nee, eigentlich nicht. Ich bin unzufrieden, was ich gesehen habe. Blödsinne. Wenn ihr auch unzufrieden seid, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, damit die Spieler das auch wissen. Und wir hauen im Moment auf Platz 18. Lungern wir rum. Nee, ist gut. Ist doch gut. Auch. 18. ist halt auch letzter. Und deswegen. Auch das ist gut. 2 bis 3 Wochen verletzt. Nee, also ich finde das persönlich klasse. Und nächstes Spiel ist gegen Rostock. Rostock ist auf, haben auch verloren oder wie oder was oder was oder wie oder wie oder was. Die haben noch gar nicht gespielt. Cool. Aber nächste Woche wollte ich gerade sagen. In-game vor allen Dingen nächste Woche. Spielen wir gegen Rostock und ja, wer dabei sein will, ist dabei. Gibt Freikarten und bis dahin. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschö.